Hallöchen und willkommen zurück, Freunde, zu Grimtales 11 Crimson Hollow. Ja, in der letzten Folge sind wir ja schon ein bisschen tatkräftig vorangekommen hier in Dorians Anwesen. Haben jetzt auch die, ich weiß jetzt, ob ich jetzt sagen kann, gute Stacey Gray oder verwirrte oder naive Stacey Gray. Sie glaubt fest und fest, dass der Dorian sie liebt und wir sollen ihr beweisen, sollen ihr das Gegenteil beweisen. Und wir sind hier immer noch an diesem Minispiel und ich hänge hier ein bisschen fest, weil ihr seht es ja selber. Okay, wir müssen einfach mal testen. Okay, das sind schon mal die Tasten. Also das, das, das. Das ist ein echt seltsames Minispiel, muss ich schon zugeben. Hä? Okay. Das ist echt strange. Okay, jetzt haben wir's. Das ist ein bisschen strange gewesen. So, jetzt haben wir die zwei Sachen. Kornblumenamulett. Nur die Frage, wo kommen diese Kornblumen hin? Okay, hier in den Raum passiert nichts mehr Großartiges. Der ist immer noch beschäftigt, der Dorian. Ja, ich will nur raus hier wieder. Mal kurz gucken, kann ich hier irgendwas machen? Hier kann ich die Kornblumen nicht einsetzen. Hier fehlt ein Halbmond, ein Sichelmond. Müssen wir wahrscheinlich wieder hier in die Zeit zurückreisen, vermute ich jetzt mal. Kornblumen. Was sagt nur die Karte? Die Karte kann ja meistens hier helfen. Okay, wir müssen hier nichts machen. Reisen wir nochmal zurück. Okay. Es wird uns hier nirgendwo was angezeigt. Ich gehe mal nochmal ganz kurz durch. Ob wir irgendwo was hinmachen können in der Richtung. Ja, da können wir nichts machen. In dem Raum ist auch nichts mehr, was wir machen können. Vielleicht noch in Stacys Raum irgendwie. Ah, hier können wir was... Oha, okay, das habe ich jetzt nicht bemerkt. Ja, wenn man auch so viele Gegenstände hat, dann
ist das schon so eine Sache. An Doriens nächste Braut. Nimm dich in Acht vor Dorian. Er trickst dich aus. Er weiß alles. Es gab andere Bräute vor mir. Er hat sie alle umgebracht und ihre Seelen an das Anwesen gefesselt. Ich spüre, dass mein Ende naht. Ich will nicht sterben. Okay, das müssen wir ihr geben. Is this some joke? You need something more substantial then. What's that? Noch ein Geist. Ich sollte mich darum kümmern, bevor er mächtiger wird. Okay, Info. Wähle passende Symbole aus. Wähle einen schwarzen Kreis aus, um das Symbol darunter aufzudecken. Ja, und es wird verdeckt wieder alle Symbole. Alles klar. Das ist ein bisschen gemein. Also das ist wieder so ein Geduldsspiel wieder. Ich darf die Geduld nicht verlieren jetzt. Wo ist denn das andere Symbol? Da ist es. Dorian hat mich getötet, du bist die Nächste. Und glaubst es jetzt? Dorian killed me. You're next. That was really a ghost. And she died in this very room? So that was her note. All right, I believe you. Let's get out of here. Jetzt ist sie schlauer geworden. Was haben wir hier? Ein Knauf. Ein Auge. Okay, was sagt die Karte? Öha. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Bringe Dorian dazu, dich und Stacy gehen zu lassen. What can we do? We can't run. I guess we'll have to fight Dorian, won't we? I'll keep looking for clues too. I'll meet you by his study. Okay. Here. I'm not sure what this is, but maybe it'll be useful to you. Okay. Mein Vater hat mir etwas zu sagen. Not so easy, is it? You'll have to make Dorian let you go. But he's skilled in magic,
So you need a weapon to beat him. The Blacks kept many such magic weapons back in my day. Oh, and don't let Stacy die. She's only half-gray, but that's better than nothing, right? Keep my legacy going, would you? Okay, sie ist bloß eine halbe Gray. Okay. Alles klar. Okay, die Eule braucht auf jeden Fall das Auge. Wahrscheinlich auch die Zahnräder. Ja, ihr findet ein paar Zahnräder, die will ich ja gerade ihr geben. So. Vielleicht kriegen jetzt die anderen zwei endlich hier Leckerli. Okay, haben wir wieder ein inaktives Wimmelbildrätsel. Oh, das sind Gegenstände, die ihre Form verändern. Wie mies ist das denn, bitteschön? Das war auf jeden Fall die Sonne aus Crimtails 1, was wir jetzt gerade aufgehoben haben. Ist nicht einfach, das Ganze hier. Da ist wieder die Katze. Naja, schlaf du ruhig da unten. Und ein Vögelchen. Komm, verwandle dich nochmal. Ich brauche man nämlich jetzt. Jetzt fehlt bloß noch die Echse. Da ist sie. Und was wir haben, wir brauchen das hier dazu. Und den Knauf. Finde eine Waffe, um gegen Dorian zu kämpfen. Okay, da müssen wir jetzt zurück. Nee, ich wollte da nicht lang, ich wollte da lang. I see you escaped my trap, but I didn't expect it to stop you for long. You're eager to fight, aren't you? That's fine with me. Ladies first. Okay, was muss ich machen? Ich muss wahrscheinlich das nach hier fahren. Weißt du, einmal ein bisschen vertut. So this is the man that all my predecessors failed to kill? Too easy. They were all disgraces to the Black Widows.
Now, Dorian Black, that treasure you've been hoarding is ours at last. Wow. Goodbye, Anna. You're very brave. My lady just might let you live. Nein, Dorian ist tot. Ich muss diese Ketten loswerden. Also, eine Halb-Cray hat uns jetzt reingelegt. Ich habe immer noch die Vermutung, dass die gute Stacy eine Gehirnwäsche bekommen hat. Weren't expecting a betrayal. I thought I taught you better than that. Dorian is still alive. It looks like he made a breakthrough in his search for immortality. I'll help you get free, but you'll have to think for yourself. That'll be your punishment. Okay, jetzt müssen wir uns jetzt hier irgendwie befreien. Deaktiviere alle Runen an der Handschelle. Beachte, dass wenn du eine Rune deaktivierst, die dich auf eine angegrenzte Rune auswirken kann. Okay. So, dann haben wir das mal. Okay, entferne den Dolch aus Dorians Brust. Finde die Karte vom Labyrinth. Halte Stacy auf. Okay, schauen wir uns das mal hier ein bisschen um. Viele Bräute hintereinander versuchten mich zu töten. Etwas stimmt nicht mit mir. Warum habe ich so ein Pech in der Liebe? Ich weiß, mit Stacy werde ich glücklich. Da wäre ich mir nicht so, wäre ich mir nicht ganz so sicher gewesen. Okay, hier fehlt auf jeden Fall ein Globus und hier unten ist ein Wappen, wo reingehört. Okay, hier ist das hier. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein Gebäude. Auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall... Ja, 1 von 2. Das war mir so klar, dass da wieder 1 von 2 kommt. Autsch, nicht bloß mit Händen, nicht mit bloßen Händen anfassen. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Weil zum Beispiel, ich habe das Wappen hier unten nicht. Ich weiß auch nicht, was hier reingehört. Okay, kann ich jetzt sonst noch was angucken? Vielleicht gleich mehrere Elemente, ja, in der Tat. Kurz mal umgucken hier. Okay, uns bleibt hier echt nicht viel Spielraum. Es ist wahrscheinlich so simpel, dass wir es jetzt nicht auf die Schnelle raffen werden. Ich habe jetzt hier 1 von 2 Fernrohr, eine Braut, einen alten Schlüssel, Farbe, Streichhölzer, ein Flakon. Kann ich da vielleicht mit dem Flakon was hier anfangen? Nein. Ah, der Dorian hat hier das hier drin. Können wir da hier ein bisschen was aufmachen. Hier ist das Fernrohr, hier ist eins der Elemente. Also können wir hier schon mal das hier aufmachen. Kriegen wir das hier und hier fehlen zwei Insekten. Und hier ist noch ein Ornament. Schutz. Ja, wahrscheinlich kann ich damit sein, ihnen das rausziehen. Uns fehlt trotzdem noch was. Und hier ist ein mechanisches Bronzeherz. Okay. Aber bevor wir jetzt ihnen das hier rausziehen, Freunde, würde ich mal an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Let's Wimmel Grimtales 11 Crimson Hollow. Mal sehen, wie das Ganze weiter vorangeht. Wie gesagt, ich habe die Vermutung, dass die
Halb Cray, die liebe Stacy Cray, eine Gehirnwäsche bekommen hat, weil es ist auch etwas herausfordernd, mal eine böse Cray zu haben, aber ich glaube nicht, dass sie böse ist aufgrund auf. Ich glaube, dass sie einfach nur eine Gehirnwäsche bekommen hat, wie gesagt. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.